Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Heute geht's um Ballern im Garten mit Spielzeugen wie diesen hier. Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal vorgestellt. Das sind die gefährlichsten Spielzeugwaffen Deutschlands. Das sind eben die FX-Luftgewehre, die keine Diabolos verschießen, sondern Pfeile, die über einen Lauf gleiten. Und damit, laut BKA-Gutachten, ist die ganze Sache in Deutschland keine Waffe, sondern ein Spielzeug. Und das bedeutet, man darf es im eigenen Garten schießen. So ziemlich als einziges, was noch übrig geblieben ist. Die Rechtssituation ist nämlich die, selbst mit einem freien Luftgewehr mit 7,5 Joule darf man in Deutschland im Garten nicht mehr schießen. Es sei denn, man hat ein Grundstück, das ungefähr so groß ist wie Texas. Weil das Geschoss darf, selbst wenn man hoch in die Luft schießt, das Grundstück nämlich nicht verlassen. Und das tut ein Diabolo normalerweise sicher auf 1 bis 2 Kilometer Entfernung. Während bei diesen Waffen ist das egal, das darf man zu Hause schießen. Natürlich muss man die Sicherheitsvorkehrungen beachten, also da darf niemand gefährdet werden. Aber wenn man ein Grundstück hat, was groß genug ist oder wenn dahinter vielleicht eine Mauer ist, dann spricht nichts dagegen. Aber man braucht natürlich mehr als nur so ein Gewehr. Man braucht nämlich noch Pfeile, man braucht eine Möglichkeit, das Gewehr aufzupumpen, man braucht eine Optik und man braucht auch eine Pfeilfangmatte, denn ansonsten sind die Pfeile nach einem Schuss kaputt. Wenn man so einen Pfeil in einen Baum schießt, den kriegt man nie wieder raus, den muss man absägen. Und Pfeilfangmatten verhindern das, sodass man viel Spaß damit haben kann. Naja, und wir haben uns gedacht, wir machen mal ein richtiges super Sonderpaket. Das heißt, wir haben sowohl die Streamline, als auch den Verminator, als auch das Topmodell Bobcat im Set mit allem, was man braucht, um im Garten richtig Spaß zu haben. Passend zur Jahreszeit. Fangen wir mal mit dem ersten Set an. Das ist die Streamline. Immerhin 62 Joule Leistung, verglichen mit den 7,5 Joule, die ein freies Luftgewehr normalerweise hat. Wir liefern von diesen Pfeilen hier. Das sind Alupfeile, also nicht die richtig super teuren Carbonpfeile, sondern auch vernünftige Alupfeile mit geschraubten Spitzen, 50 Stück davon, mit dem Glas, nicht dieses Glas hier, das ist das Original FX-Glas, sondern ein preiswerteres Walter-Glas, auch dabei im Lieferumfang, aber mit dem verstellbaren Mount von FX Airguns, sodass man die Waffe auch auf 50 oder 60 oder 70 Meter so einstellen kann, dass sie Fleck schießt. Also das ist alles dabei. Man kriegt hier eine zweilagige Pfeilfangmatte von Strongarm mit dabei. Die werdet ihr gleich noch in Action sehen. Ist auch dabei. Und es gibt auch die Fußpumpe dabei, mit der man das Gewehr jederzeit wieder betanken kann. Hier vorne sieht man ja, dieses Gewehr ist voll. Aber man kann nachtanken einfach mit der Pumpe. Das ganze Paket kostet 1199 Euro. Ja, tatsächlich, das ist ein richtig super Preis, wenn man bedenkt, dass 50 von den Carbonpfeilen normalerweise alleine 300 Euro kosten. Kriegt man jetzt hier das Gewehr, was normalerweise 1000 Euro kostet, die Optik, die Pfeile, die Pfeilfangmatte und die Pumpe. Das ist ein super Sonderset. So, als nächstes Set haben wir jetzt hier die Verminator, das ist die beliebteste Pfeilwaffe von FX Airguns. 77 Joule Leistung, also nochmal eine Ecke stärker als die Streamline. Hier das große Modell hat eben den Vorteil, dass wir auch die große Flasche haben. Das bedeutet, trotz der hohen Leistung kann ich hier mit 55 Mal circa schießen, bevor ich nachtanken muss. Nachtanken kann man auch mit der Handpumpe, die ist ebenfalls im Set. Anders als bei dem Streamline-Set ist aber hier das Original FX Airgun Scope dabei. Und das hat eine verstellbare Vergrößerung von 3- bis 8-fach. Natürlich auch beleuchtetes Absehen. Auch hier ist sind die verstellbaren Scope Mounts dabei. Das Paket mit 50 Pfeilen, mit der zweifachen Pfeilfangmatte, mit der Pumpe, mit dem Glas und den Mounts liegt bei 15,99. So, und hier das große Set. Das ist im Moment der Renner im Programm. Das ist die Bobcat. Die Bobcat hat den Vorteil, ist halt ein Bullpup-Gewehr. Das bedeutet also, die ist unwahrscheinlich kurz, weil das System eben bis hinten fast bis zur Schulter reicht. Die Bobcat hat auch eine bessere Ausstattung als die anderen Waffen. Zum Beispiel gibt es hier noch ein zweites Manometer, wo der Druck, mit dem der Pfeil beschleunigt wird, gezeigt wird. Also vorne haben wir die Füllstandsanzeige für den Container und hinten die im Moment auf 150 Bar eingestellte Leistung. Das heißt, hier sieht man ganz klar, wenn der Druck hier im Tank unter 150 Bar rutscht, dann sinkt auch hier der Druck und dann fangen die Pfeile an zu fallen. Also von daher nachtanken bei 150 Bar. Hier im Set ist auch natürlich das verstellbare Scope Mount dabei, auch das Original FX Scope. Da sind auch wieder 50 von den Alu-Pfeilen mit dabei. Was nicht dabei ist, das habe ich selbst montiert, ist hier dieses Zweibein. Da kann man natürlich zwei Beine aus dem Zubehör nehmen und die gibt es von 20 Euro bis 2000 Euro. Braucht man aber auch nicht unbedingt. Das ganze Ding wird aber hier, weil das hier die stärkste Waffe ist, die hat also eine Leistung, die liegt bei über 100 Joule. Und deswegen braucht man hier die dreilagige Pfeilmatte. Die ist in dem Pack dabei. Hier kostet das Komplettpaket 2099 Euro.
Was in diesem Paket enthalten ist, weil das Luxuspaket ist, ist jetzt nicht mehr die Handpumpe, sondern hier bekommt man tatsächlich einen kleinen Kompressor, der in der Lage ist, das Ding von 150 auf 250 Bar aufzupumpen in, ich würde mal sagen, 1,5 bis 2 Minuten. So, so sieht das also aus, wenn man richtig Pfeile satt bekommt. Also die Pfeile hier sind im Prinzip 20 Zoll Armbrustbolzen, die aber eben hohl sind und die über den Lauf gleiten. Und die Spitzen sind wechselbar. Das heißt also, ich kann diese Spitze hier jederzeit einfach abschrauben und dann durch herkömmliche Spitzen austauschen. Zum Beispiel Jagdspitzen oder auch Spitzen fürs 3D-Schießen. Ich zeige euch mal zwei so Spitzen. So, das ist also die originale sogenannte Field-Spitze, also Feldspitze, die auf den Pfeilen drauf ist. Und das ist eine richtige Jagdspitze, die hat also so wirklich Rasierklingen hier und die schneidet natürlich durch alles durch. Also die wird in den USA zur Bogenjagd und Armbrustjagd genommen. Und das hier ist so eine 3D-Spitze, die finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil die ist halt nicht so empfindlich. Diese Spitze hier, erstmal wenn ich die auf die Pfeilfangmatte schieße, dann zerschneide ich mir die Matte ruckzuck. Und außerdem gehen die sehr schnell kaputt, weil die halt scharf sind, aber auch dünn. Die sind deswegen auch auf der Jagd in der Regel nur einmal zu gebrauchen, damit danach sind die Schrott. Während das hier, das sind halt 3D-Spitzen, die werden also auf 3D-Ziele, sowas, was ich so Kunststoffsauen und sowas geschossen. Und die sind sehr haltbar, aber natürlich von der Zielwirkung her deutlich gefährlicher als so eine einfache Feldspitze. Ja, also einfach, weil die Gewinde identisch sind, einfach drauf damit, ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Und dann hat man halt eine ganz andere Zielwirkung. Ja, so sieht das aus, wenn man die Pumpe geliefert bekommt. Die ist natürlich teildemontiert, weil sonst wäre die sehr sperrig zu verpacken. Und so ist sie dann hier in der Verpackung. Ja, da muss man also erst noch den Fuß hier ran montieren und den Hebel mit ein paar Schrauben. Schön ist, dass die Pumpen hier schon genau den richtigen Bajonettverschluss haben. Das heißt, da kann man einfach vorne direkt an die Waffen anklinken. Wir haben hier noch jede Menge Zubehör. Das heißt, es gibt Ersatzdichtungen jede Menge. Es gibt auch ein bisschen Öl dafür, Spezialöl, dass man das pflegen kann. Diese ganze Pumpe ist halt in den Sets jeweils inbegriffen. Jetzt haben wir hier nochmal den Kompressor aufgebaut. Ich zeige ihn euch gleich auch nochmal im Detail. Das funktioniert an und für sich sehr einfach. Ich nehme einfach hier diese automatische kleine Anschlussschelle. Die ist dann automatisch gesichert. Dann stelle ich sicher, dass hier die Lüftungsschraube zu ist. Dann gebe ich Druck drauf. So, wenn mein Nenndruck erreicht ist, dann mache ich einfach Stopp. Dann entlüfte ich hier die Schraube. Und jetzt kann ich auch das Verschlussstück wieder abziehen und meine Waffe ist voll unter Druck. Bei der Bobcat und bei der Streamline ist das Verschlussstück ein bisschen anders. Da werden hier diese Einsteckhülsen benutzt. Das ist ein bisschen anderes System. Da kann man dann einfach diese Überwurfstelle hier abschrauben und die mitgelieferte anschrauben, die Gewinde passen. Das ist kein Ding. Das Kühlsystem ist an und für sich ganz einfach. Das ist nämlich einfach eine kleine Pumpe, die man in einen Eimer schmeißt, die daneben steht. Und dann pumpt das System im Prinzip laufend Wasser durch die zweite Druckstufe hier. Und das ist die heiß wird. Also das ist ein richtig wassergekühlter Kompressor. Hier gibt es dann auch eine Temperaturanzeige, die hier drin ist. Die misst den Temperaturanstieg hier im Druckbehälter. Und das bedeutet, man sollte gucken, dass es halt nicht so heiß wird. Aber in der Regel, wenn man so ein Gewehr aufgepumpt hat, dann hat man vielleicht 45 Grad. Das ist also alles völlig unkritisch dank der Wasserkühlung. Wo man darauf achten muss, ist, dass der Kompressor sich nicht automatisch abschaltet. Das bedeutet, man muss immer den Druck im Auge behalten und abschalten, wenn der Wunschdruck in diesem Fall 250 Bar erreicht ist. Nämlich, wenn man über die 300 Bar hinausgeht, dann knallt hier die Sicherungsscheibe. Da werden zwar Ersatzscheiben mitgeliefert, aber schön ist das trotzdem nicht. Das ist jetzt so eine Pfeilfangmatte, in diesem Fall sogar die dreilagige Variante, die bei der Bobcat im Set mitgeliefert wird. Und wie man sieht, das ist ganz wichtig, wir haben hier mehrere unabhängige Zielscheiben hingemacht. Weil die Waffen sind dermaßen präzise, dass man niemals zwei Pfeile auf dasselbe Ziel schießen sollte. Denn dann gibt es Robin Hood Treffer und da macht man sich die Pfeile kaputt, das will man ja nicht. Das heißt, man schießt im Prinzip mit jedem einzelnen Pfeil immer in ein eigenes Ziel und versucht da natürlich möglichst genau zu treffen. Von diesen Scheiben, das sind im Prinzip Luftgewehrscheiben, werden 100 Stück mitgeliefert, damit man auch ein bisschen Spaß hat damit. So, um euch mal zu zeigen, wie die Matten von innen aufgebaut sind, mache ich mal hier die Folie ab, die ist eigentlich nur zur Verpackung gedacht. Und hier sieht man schon, dass sich jetzt hier diese Moosgummischichten abwechseln mit diesen Schaumstoffelementen.
Und da gibt es jetzt halt 3 Stück von. In der kleinen Variante sind das nur 2, in Anführungszeichen. Der Vorteil ist, das ist selbstheilend. Das bedeutet also, man kann hier echt oft reinschießen, ohne dass das Ding sich total weich schießt. Irgendwann ist es natürlich mal vorbei, aber da kann man schon wirklich einen ganzen Sommer lang Freude mit haben. So, jetzt kann der Spaß beginnen. Hier schön gegen die Sonne. Schießen wir erstmal freistehend. Pfeil ist drauf, Waffe ist gespannt. Ja, bin ich ein bisschen rechts abgekommen. Ein bisschen scharf stellen. Das war schon gar nicht schlecht. So, der Bernd hat auch eine Streamline und jetzt versuchen wir mal mit 2 Gewehren auf das gleiche Ziel zu schießen. Hast du gespannt? Jawohl. So, wir nehmen das mittlere Ziel und du schießt zuerst und schießt sofort dahinter. Ganz in der Mitte? Genau. Das macht so viel Spaß. Das ist das, was manchmal auch passiert, wenn man ein bisschen im Garten ballern will. Natürlich genau da, wo unser Ziel steht. So, jetzt schieße ich mal mit der Bobcat und der Bernd nimmt das mit der Highspeed-Kamera auf. So, jetzt schieße ich mal mit der Verminator auf den Luftballon und der Bernd nimmt das in Zeitlupe auf. Bin gespannt, wie das aussieht. Ah, ein bewegendes Ziel, ich sehe schon. Treffer. So, und jetzt schießen wir mal auf einen wassergefüllten Luftballon. Und zwar mit der Bobcat. Bang! Natürlich Treffer. Also was man jetzt hier schon sieht, es macht Sinn, die dreilagige Matte für die Bobcat zu nehmen, denn der Pfeil ist hier jetzt gar nicht mehr zu sehen, weil er nämlich einmal komplett durchgeknallt ist. Natürlich war er jetzt auch geschmiert durch das Wasser, aber den kann man nur noch nach vorne rausziehen. Und da sieht man mal, wie schön haltbar diese Pfeile sind. Na, Rolfi? Ja, komm mal her. Ja, was ist da? Super. Ja, was man natürlich nicht vergessen darf, ihr habt es ja mitgekriegt, YouTube hat die Richtlinien für Waffenvideos geändert. Und wenn das jetzt ein Video wäre über Feuerwaffen, über Schusswaffen, dann wäre dieses Video auf YouTube jetzt nicht mehr zulässig. Aber da das ja keine Feuerwaffe ist, im Sinne des Waffengesetzes ist es nicht mal eine Waffe, darf ich das noch. Ansonsten wäre es nämlich jetzt illegal, wenn ich einen Link zu einer Site poste, wo man eine Waffe kaufen kann. Gut, dass das keine ist, sind alles nur Spielzeuge. Seid trotzdem vorsichtig damit. Und ihr wisst ja, dass wir insgesamt nicht einverstanden sind mit den neuen Demonetarisierungen etc. 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 Deswegen haben wir ja die YouTubers Union gegründet. Auch da packe ich euch den Link unten mit rein. Wenn ihr wollt, dass YouTube ein freier Platz bleibt, wo man auch Spaß haben kann im Video, auch wenn man keine Kochrezepte macht, dann tretet in die Union ein. United we stand. Ja, wie man sieht, kann man mit den Dingern irre Spaß haben. Und ich muss nochmal daran erinnern, das dürfte ich jetzt mit einem Luftgewehr so nicht machen. Das wäre absolut illegal und gerade wer waffenrechtliche Erlaubnisse hat, der muss da sehr aufpassen, denn er ist ruckzuck auch die WBK weg, wenn man sich mit sowas erwischen lässt. Das hier dagegen, vollkommen in Ordnung. Solange niemand gefährdet wird, kann man das den ganzen Tag lang machen.
Und dadurch, dass ja die Luft nichts kostet und die Pfeile preiswert sind und x-mal wiederverwendet werden können, ist das auch echt ein billiges Schießvergnügen. Wir haben jedenfalls heute eine Riesenmenge Spaß gehabt. Und wenn ihr so ein Ding auch haben wollt, bei mir im Shop bei gogun.de gibt es die Sonderangebote, aber nur, solange der Vorrat reicht und nur begrenzte Zeit. Also schaut mal rein. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Thanks and bye bye.